Hallo liebe Fußballfans, schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann bilden auch heute wieder das gewohnte Kommentatorengespann. Uns erwartet hier heute ein Gruppenspiel aus der UEFA Champions League. Ich bin sicher, das wird ein tolles Spiel. Heute beginnt der Weg in der UEFA Champions League. Beide hoffen, dass sie lange dabei sein können, dass vielleicht sogar die ganz großen Träume in Erfüllung gehen können. Das ist eine erste Standortbestimmung. CD. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. In Wales hat man viel vor, was den Fußball angeht, und in Swansea natürlich auch. Das ist so ein Stadion, da spürst du, dass der Club gerade einen enormen Aufschwung erlebt. Da spürst du die Ambition. Dieses extreme Pressing, was sie immer wieder spielen, geht natürlich ganz schön an die Körner. Ja, das können wir wahrscheinlich auch heute wieder beobachten. Aber sie haben die Physis, um das durchzuhalten. Das machen sie immer sehr, sehr gut. Und jetzt geht's los. Der Schiedsrichter pfeift die ersten 45 Minuten an. Norton. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Geht da voll in diesen Zweikampf. Und da ist der Ball wieder weg. Jetzt könnte es gefährlich werden. Fulton. Von ihm erwarten wir heute einiges. 15 Tore hat er bisher erzielt in der Liga. Ein Top-Wert. Verständlich, dass er damit auch die Torjägerliste anführt. Super Pass. Sieht gefährlich aus. Grimes. Sieht gut aus, was sie da machen. So, der letzte Zug zum Tor fehlt noch im Moment, aber sie suchen natürlich ganz geduldig die Lücke. Da holt er den Ball zurück. Nicht einfach gegen dieses frühe Pressing anzukommen. Mauro Junior. Kann er was draus machen? Klasse Pass. Und jetzt der Schuss. Sie machen das Tor schon in dieser Anfangsphase. Fällt der erste Treffer und einen besseren Start hätten sie sich kaum wünschen können. Klasse Direktaufnahme hier. Ja, hat er nicht lange gefackelt. Zapp, rupp, drin. Hier nochmal dieser Treffer. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Erster Spieltag in der UEFA Champions League. Bouchier. Heute sollen die Weichen gestellt werden in Richtung Erfolg. Ja, es geht um viel. Du willst nämlich gleich erfolgreich loslegen.
Celina. Grimes. Fulton. Gut und fair, das Tackling. Mats Knöster. Bevor er Risiko geht, lieber zum Torwart. Celina. Grimes. Fulton. Wird's jetzt gefährlich? Hereingabe geht darüber an den langen Pfosten. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Gefährlich! Macht er gut! Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Norton. Guter Pass. Ja, sie können erstmal klären. Jetzt der Ballverlust. Der Ballverlust. Was macht er draus? Celina. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Mauro Junior. Das könnte was werden jetzt. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Ball kommt, aber es fehlen die Anspielstationen. Er ist da und kann den Ball hier klären. Ja, könnte was werden. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Gute Aktion. Jetzt wird's gefährlich. Die Gelegenheit für die Flanke. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen Spielern. Große Klasse. Grimes. Celina. Mauro Junior. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Stark gearbeitet hier. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Aus diesem Einwurf könnte sich vielleicht eine Chance entwickeln. Pass auf den Flügel. Da ist die Chance für die Flanke. Schön gelöst. Den Angriff im Keim erstickt. Sieht gefährlich aus. Kann er was draus machen? Kommt jetzt die Flanke? Die kurze Variante. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Das Tor sehen wir jetzt nochmal in der Verlangsamung. Tolle Flanke von rechts. Das muss er erstmal so hinkriegen. Ja, der Treffer gehört zur Hälfte dem Vorlagengeber, keine Frage. Bei dem Treffer hat alles gepasst. Puschi. Die Hereingabe. Der gute Abschuss, ein klasse Tor. Hier steht es 2:0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Celina. Ryan Brewster.
Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Sie verlieren den Ball. Ja, der nächste tolle Pass. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Super Pass. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Und jetzt ist der Ball geklärt. Scheinbar alles im Griff. 2-0 zur Pause. Mal sehen, was sich im zweiten Durchgang noch tut. Also, der macht hier bislang einen richtig guten Eindruck. Starker Auftritt von ihm. Er versucht es aus allen Lagen. So, Durchgang 2. Wir machen weiter mit dieser Begegnung. Am ersten Spieltag und ich finde, das ist ein sehr, sehr ansehnlicher Start in die neue UEFA Champions League Saison. Macht er gut. Klasse Pass. Seine Pässe sind heute erstklassig, auch der hier wieder. Grimes. Celina. Ja, könnte was werden. Spielt er den Ball in den Strafraum? Da kann der Abwehrspieler klären. Gut gemacht. Was macht er draus? Da holt er den Ball zurück. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Energisch den Ball geklärt. Es gibt Einwurf. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Grimes. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Der Ballverlust. Celina. Vorteil ist angezeigt, gut vom Unparteiischen. Jetzt kann er die Flanke bringen. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt zieht er in die Mitte. Gefährlich. Gute Aktion. Ja, energischer Vorstoß. Ja, sie können erstmal klären. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Viel mit Auge. Sieht gefährlich aus. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Ans Aluminium. Kann er was draus machen? Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Super Parade, kann ich nicht anders sagen. Das war überragend. Das könnte gefährlich werden. Da muss er flanken. Er blockt die Hereingabe ab. Vorne der Ballgewinn. Macht er gut. Da haben sie das Tor. Und es fällt nach diesem unglaublichen Pressing. Sie stehen extrem hoch. Sie gehen drauf. Zeigen wieder mal ihr ganzes Können. Nur noch einer, Buschi. Wer hätte das denn für möglich gehalten? Sie sind hier wieder dran. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Wenn sie noch mal ins Spiel kommen wollen, müssen sie jetzt reagieren. Und das macht der Trainer auch. Er nimmt den Wechsel vor. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel.
Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Weiter hoffen die Fans auf den späten Ausgleich in dieser Partie. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. André Ayew. Und jetzt flanken. Can the owner of the green convertible car, the green convertible car parked near reception, please return to your vehicle immediately? Thank Sehr you. Gut aufgepasst. Weiter geht es mit einem Einwurf. Jetzt bekommt er seinen Abgang. Super Spiel und jetzt hat er Feierabend. Ständig präsent, dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt. Tolle Leistung. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt kann er flanken. Ja, könnte was werden. Was macht er draus? Jetzt ist es gefährlich. Pfosten, aber es geht weiter. Entschlossen geklärt. Es ist eng, keine gute Ballannahme, aber hat erstmal weiter den Ball. Die Gäste werden wechseln. Das Tor hätte ihnen sehr geholfen, die Nerven hier etwas zu beruhigen. So bleibt es nach diesem Alu-Treffer bei einer knappen Führung. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Einwurf. Es tut sich was an der Seitenlinie, Buschi. Hier gibt's jetzt den Wechsel. Ja, soll noch mal ein neuer Impuls von der Bank kommen. André Ayew. Sieht gefährlich aus. Gute Aktion. Und die Flanke. Keine Schwierigkeiten hier bei diesem harmlosen Versuch. Lange geht's nicht mehr, aber jetzt kommt's natürlich darauf an, keinen Fehler zu machen. Und da verlieren sie den Ball. Bolton. Die letzten 5 Minuten laufen noch, liegen sie mit einem Tor vorne. Die Fans feuern ihr Team nochmal an, Buschi. Mal sehen, ob sie das nochmal nach vorne pusht. Ein paar Minuten haben wir noch. Jetzt kann er die Flanke bringen. Ball an den langen Pfosten. Aber hier kommt kein Mitspieler dran. Und es gibt natürlich Einwurf. Wechsel jetzt. Swansea bringt einen neuen Mann. Der Trainer erhofft sich natürlich, dass sich diese Umstellung jetzt positiv im Spiel bemerkbar macht. Andrew Ayew. Norton. Flugkopfball. Und er ist drin. Da kann er das Tor nicht verhindern, obwohl er noch dran war am Ball. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2:2. Super dazwischen gegangen. Es gibt 3 Minuten obendrauf, wurde gerade angezeigt. Andrew Ayew. Grimace. Ryan Brewster. Gut verteidigt hier. Die zweite Hälfte ist vorbei und wir haben ein Unentschieden. Jetzt beginnt die Verlängerung. Ich bin gespannt, welches Team hier nochmal die letzten Kräfte mobilisieren kann.
Celina. Der Ballverlust. Jetzt das Anspiel auf dem Flügel. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Ja, könnte was werden. Toller Pass. Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Ryan Brewster. Schaffen sie hier noch den Sieg? Die Fans laufen. Grimms. Ryan Brewster. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Gefährlich. Was macht er draus? Er hat Zeit. Jetzt eine gute Flanke. Klasse Pass. Immer wieder diese schnellen Pässe. Sie arbeiten sich so langsam in Richtung Torchance vor. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Auf außen ist jetzt Platz. Jetzt wird's gefährlich. Er kann ihn reinbringen. Das macht er gut. Gute Aktion. Da hat er Platz. Jetzt die Flanke. Er kann wohl klären. Und die Situation geklärt. Ryan Brewster. Swansea über den Flügel jetzt. Macht er gut. Gut durchgesetzt, gefährlich. Geht jetzt in die Mitte. Super Aktion, gut geklärt. Grimes. Da muss er flanken. Ryan Brewster. Kopfball, aber nicht drin. Gut vom Torwart. Die Hälfte ist rum in der Verlängerung. Die Spieler müssen hier nochmal richtig beißen. Und jetzt sind es noch 15 Minuten in dieser Verlängerung. Mats Knöster. Kann er was draus machen? Mats Knöster. Sieht gefährlich aus. Ja, könnte was werden. So, die Chance jetzt. Das ist noch gefährlich. Ryan Brewster. Super Pass jetzt. Er macht das Spiel schnell. Der muss da drin sein. Und der Pass. Super Kopfball. Da macht er ihn rein. Klasse Kopfball. Richtig gutes Tor. Super gemacht. Da hat er sich gut im Strafraum bewegt, verschafft sich etwas Platz. Und setzt sich dann klasse beim Kopfball durch. Da passt er gut auf und dann ist er einfach gedankenschneller als die anderen. Der Abschluss dann nur noch vorne. Zu 2 also. Da ist alles drin. Und 7 Minuten sind es hier noch. Das ist ein Foul. Freistoß. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Die letzten 5 Minuten der Verlängerung sind angebrochen. Ryan Brewster.
Der Pass kommt nicht durch. Das wäre eine gute Gelegenheit geworden. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Das ist nochmal die Chance auf den Ausgleichstreffer. Gute Aktion. Was macht er draus? Sie lassen den Ball gut laufen. Schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Zu früh gestartet. Es geht abseits. Jetzt dürfen Sie sich freuen. Dieser Sieg in der UEFA Champions League Vorrunde ist unter Dach und Fach.